Dann gibt es noch zwei Metapunkte, bevor wir wirklich loslegen können. Nummer eins, Prüfungsform. Also ich kenne euch ja alle extrem gut, deswegen wird die Prüfung extrem awkward. ich kann euch aber versprechen, ich werde nervöser sein als ihr, weil es ja meine erste eigene mündliche Prüfung ist und so. Zweitens, ich habe vor, um das möglichst objektiv zu machen, muss natürlich mit dem Chef nochmal Rücksprache halten und so, aber ich würde einfach alle Prüfungsfragen online stellen. Und dann können wir dann schaut ihr halt das an, euch an, ne? Und dann können wir ganz objektiv festlegen, bei so und so vielen gut beantworteten Fragen gibt es das und das und so. Und dann kriegen wir es objektiv hin und auch wenig awkward hin, obwohl wir uns so gut kennen. Ich verspreche auch, ich gehe davon aus, dass dasselbe gilt wie bei Beisitzen auch. Von allen Prüfungen, wo ich beisitz war, habe ich nur noch einen gemischten Gesamteindruck. Ja? Also ich werde mich nicht individuell an Zeug erinnern. Und zweiter Metapunkt noch. Wie ihr seht, sind hier coole Leute vom Videolabor da, die die Vorlesung aufzeichnen werden. Das könnte dazu führen, dass ihr sagt, ich traue mich hier niemals etwas anzumerken oder nicht zu pöbeln in der Vorlesung, weil dann wissen alle meinen Namen und wissen, wie doof ich bin oder sowas. Ja? Aber für mich ist es ja viel, viel schlimmer, wenn ich hier Unsinn erzähle, als für euch. Also ich hoffe, dass wir trotzdem eine Stimmung des Pöbelns hier etablieren können, wie halt in der gescheiten Vorlesung. Wie bitte? Notfalls? Notfalls kann es gepiept werden. Ja. Das Problem ist halt, Simon ist nicht da und Miriam ist heute auch nicht da. Deswegen entsteht so ein Pöbelvakuum. Aber ich hoffe, ihr könnt das füllen. Übrigens in Kopenhagen. In Kopenhagen ist sie okay. Wir können ja lügen, was da schon mal so schreien. Ja, auf jeden Fall, genau. Das würde ich auch sehr, sehr begrüßen. Okay. Ansonsten, was jetzt heute in der ersten Vorlesung passieren soll, ist, ich würde gerne einen Gesamtüberblick geben, was wir eventuell machen können in der Vorlesung, damit ihr wisst eben, auf was ihr euch potenziell einlasst. Und am Freitag fangen wir dann direkt mit einer Definition an oder so. Ja? Also, Gaben und Logik. Also, die größeren Gebiete, um die es gehen soll, sind folgende. Intuitionistische Logik, Minimalwissen, ich erkläre gleich, was das sein soll, Arithmetisierung von Syntax, Realisierbarkeitstheorie, Hilberts Programm, und Topos-Theorie. Gut, und ich schlage vor, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit, um von vorn bis hinten das jetzt ein bisschen durchzuschauen, was diese Stichpunkte eigentlich alle meinen. Ja? Und wir fangen an mit intuitionistischer Logik. Einfach ein paar Beispiele dazu. Viele von euch nörden schon seit langer Zeit auf intuitionistische Logik ab, ne? Aber nicht alle, das tut mir leid, aber ihr könnt jetzt heute damit anfangen. Und gut demonstrieren kann man das an einem Beispiel aus der Zahlentheorie. Behauptung: Es gibt irrationale Zahlen a und b, sodass a hoch b rational ist. Wenn man erklärt bekommt, was rationale und irrationale Zahlen sind, dann stellt man sich irgendwann die Frage, ob es möglich ist, dass sich die unendlich vielen Kommaziffern von A und B genau so aufheben, dass die Potenzierung wieder was Rationales ist. Und es stellt sich eben raus, das ist in der Tat der Fall. Und wir können das beweisen. Der Beweis könnte so aussehen. Wir schauen uns die Zahl Wurzel 2 hoch Wurzel 2 an. Das ist irgendeine Zahl. Und ist rational oder nicht rational? Irrational ist per Definition genau das Gegenteil von rational. Gut, und jetzt haben wir also zwei Fälle. Und in jedem der beiden Fälle behaupte ich, dass wir die Aussage des Theorems nachweisen können.
Falls Wurzel 2 durch Hochwurzel 2 durch Zufall rational sein sollte, dann sind wir fertig. Dann können wir nämlich a und b auf Wurzel 2 setzen. Ne? Weil a und b sind irrational. Für manche Leute ist die Entdeckung der Irrationalität ja der Beginn der Mathematik. Also dürfen wir das voraussetzen hier. Und a hoch b ist nach Voraussetzung in diesem Fall rational. Fall 2. Es könnte auch sein, dass Wurzel 2 hoch Wurzel 2 nicht rational ist. Und dann sind wir auch fertig mit einer anderen Wahl von a und b. Dann setzen wir a auf Wurzel 2 hoch Wurzel 2. Laut Fallannahme ist a irrational. Und b setzen wir auf Wurzel 2. Wurzel 2 ist, wissen wir aus, von Kindesbeinen an, dass es irrational ist. Und was ist jetzt a hoch b? Das ist also Wurzel 2 hoch Wurzel 2, andersrum geklammert, Wurzel 2 nochmal. Potenzgesetz, können wir zusammenziehen, gibt Wurzel 2 hoch 2. Also 2 ist rational. Das heißt also, in jedem der beiden Fälle sehen wir, dass wir solche Zahlen a und b finden, sodass a auch b rational ist. Schritt 1, gibt es Fragen zum Beweis? Ja. Gut. Ja, das ist für mich eine Frage. Und noch ein bisschen drastischer formuliert, ihr könntet ausrasten, gell? Angenommen, ihr würdet ganz aufgeregt einem Freund erzählen, ich habe gelernt, es gibt irrationale Zahlen, sodass auch b rational ist. Dann würde der vielleicht fragen, aha, und welche? Und dann könntet ihr nicht antworten. Ihr kennt jetzt immer noch kein konkretes Zahlenbeispiel. Kein a und kein b, sodass auch b ganz sicher rational ist. Ihr wisst, es muss solche geben, weil hier ein Beweis steht. Aber ihr wisst nicht, wie das ablaufen sollte. In der Tat kann man zeigen, und das ist nicht leicht, das braucht so einen vielseitigen Beweis mit ganz vielen Integralen aus der Funktionentheorie, dass Wurzel 2 hoch Wurzel 2 irrational ist. Das ist der Satz von Gelfond Schneider, glaube ich. Also man kann zeigen, dass Fall 2 vorliegt und dass daher das die gesuchten Zahlen sind. Aber das ist halt schwer zu beweisen. Also ohne diesen Zusatzbeweis strauchelt man hier so ein bisschen. Es gibt noch einen zweiten Beweis, den man hier auch führen könnte. Der ginge zum Beispiel so. Setze a auf Logarithmus zur Basis Wurzel 2 von 3. Oder besser, sorry, a auf Wurzel 2 und b auf Logarithmus zur Basis Wurzel 2 von 3. Dann ist nämlich a hoch b ist Wurzel 2 hoch Logarithmus zur Basis Wurzel 2, kürzt sich genau, ist 3, also rational. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass b eine irrationale Zahl ist. Von a wissen wir es, von b ist es nicht völlig allgemein bekannt. Aber tatsächlich, Übungsaufgabe, der Beweis, dass b irrational ist, ist sogar noch ein Stückchen einfacher als der Beweis, dass Wurzel 2 irrational ist. Ja? Das heißt, hier, die in dieser anderen Art der Argumentation, haben wir jetzt ganz konkret ein Beispiel angegeben, für zwei irrationale Zahlen, die potenziell was Rationales ergeben. Der untere Beweis, den würde man als konstruktiv bezeichnen und den oberen als unkonstruktiv. Also es ist so, in jedem konstruktiven Beweis der Existenz von irgendwas, steckt irgendwie versteckt ein Verfahren drin, um das gesuchte x oder das gesuchte ab explizit angeben zu können. Das ist hier oben nicht der Fall. Deswegen ist dieser Beweis nicht konstruktiv. Bitte sehr. Der Oberbeweis wäre sozusagen konstruktiv mit dem Argument von Gelfond Schneider. Richtig. Wobei man jetzt noch überlegen muss, ob das Argument von Gelfond Schneider konstruktiv ist. Und ich muss gestehen, ich weiß es nicht auswendig. Ich weiß deswegen nicht, also der Beweis selbst ist konstruktiv, weil das sind nur 4 Seiten Rechnung. Aber der verwendet halt Zutaten aus der Funktionentheorie und da weiß ich nicht von jeder, ob die auch konstruktiv durchgeht. Das wäre auch eine schöne Übungsaufgabe, das rauszufinden. Okay, was ist jetzt intuitionistische Logik? Das ist am besten andersrum erklärt, wenn man erklärt, was klassische Logik ist. Also klassische Logik ist die Logik, die wir normalerweise verwenden,
wenn wir Mathe machen und wenn wir nicht den Chef in L1, 2 haben oder in Algebra. Und was ist intuitionistische Logik? Das ist eine reduzierte Logik, die ein Axiom weniger hat. Und wenn man Beweise führt, die intuitionistisch zulässig sind, dann sind die auch alle immer konstruktiv in dem Sinne, dass man explizit Zeugen extrahieren kann von Existenzaussagen. Und dieses eine Axiom, was man nicht verwenden kann in intuitionistischer Logik, ist LEM, Law of Excluded Middle, das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten. Dieses sagt aus, für jede Aussage Phi gilt Phi oder nicht Phi. Das ist eine logische Trivialität. Ja, jede Aussage ist wahr oder halt nicht wahr. Aber genau dieses eine Axiom und all die anderen nicht, nur genau dieses eine Axiom, führt dazu, dass Beweise irgendwie nicht mehr ganz so konkret sind, nicht mehr expliziten Inhalt haben. Und wir sehen, wo hier LEM eingesetzt wurde, nämlich im allerersten Beweisschritt. Da haben wir unterstellt, dass Wurzel 2 Wurzel 2 rational ist oder nicht rational ist. Das war genau eine Instanz von LEM. Ja. Ja. In einem Beweis 2. Ja. Der klassische Beweis, den man kennt, dass Wurzel 2 irrational ist, sehr gut, hat ja zumindest so eine Idee, dass man ihn indirekt führt. Ja. Und genau. Muss ich jetzt auf jeden Fall sagen, weil momentan ist es für Leute, die schon so weit gedacht haben, ein bisschen paradox, was hier gerade schon steht. Ich will noch kurz eine Umschreibung von LEM geben. Andere Möglichkeit, das zu charakterisieren, ist in folgender Form. Nicht Phi impliziert Phi. Ja, das ist etwas, was wir klassisch total gewohnt sind, sogar so gewohnt, dass wir einfach im Kopf zwei Nichts einfach sofort mental kürzen, wenn die irgendwie vorkommen sollten. Ja? Aber das ist eigentlich ein logischer Akt, den man wirklich durchführt. Und LEM erlaubt es, diesen Akt durchzuführen. Wenn wir jetzt auf LEM verzichten, können wir den nicht mehr durchführen. Was ist die praktische Konsequenz davon? Praktische Konsequenz vom Verzicht auf LEM. Widerspruchsbeweise sind nicht mehr pauschal zulässig. Und jetzt müssen wir aber kurz klären, was das Wort Widerspruchsbeweis genau bedeutet. Widerspruchsbeweise sind nicht pauschal zulässig. Anders eben als in klassischer Logik, wo sie sind. Ja, praktische Konsequenz vom Verzicht auf LEM, Widerspruchsbeweise sind nicht pauschal, aha, alles klar, zulässig. Danke sehr. Okay, jetzt müssen. Richtig, ja. Nice, sehr gut. Und da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen zwei Sachen, die klassisch sehr, sehr ähnlich aussehen, auch schon klassisch unterschiedlich sind, aber da sieht man das nicht so. Und in intuitionistischer Logik wirklich völlig verschieden sind. Zwei Beweisschema gibt es, die man oft verwendet. Beweisschema A. Ja? Behauptung. Es gilt Phi. Phi, irgendeine Aussage. Beweis. Angenommen nicht. Dann bla bla bla. Widerspruch. Das ist ein Beweisschema, was man gelegentlich sieht. Zweites Beweisschema. Behauptung. Die Aussage Psi gilt nicht. Also zum Beispiel Wurzel 2 ist nicht rational. Anders formuliert, es gilt nicht Psi. Beweis. Angenommen doch. Also angenommen Psi. Dann bla bla bla,
Widerspruch. So, in beiden Beweisen kommt jetzt das Wort Widerspruch irgendwo vor. Und es gibt so das üble Meme über intuitionistische Logik, dass das Wort Widerspruch grundsätzlich verboten sei. Und wenn man dieses Meme glaubt, dann denkt man, dass intuitionistische Logik super schwachsinnig ist, weil das Wort Widerspruch fällt halt 5-6 Mal mindestens am Tag. Und dann kann ich ja gar nicht mehr Mathe machen. Aber es stellt sich heraus, wenn man das ein bisschen genauer alles analysiert, und das ist ganz wesentlicher Bestandteil von unserer Vorlesung, dass nur das da ein echter Widerspruchsbeweis ist und das da nicht. Also, dass da oben A, ja, das ist ein echter Widerspruchsbeweis. Oder ein Widerspruchsbeweis im eigentlichen Sinne. Widerspruchsbeweis im eigentlichen Sinne. Nicht pauschal zulässig in intuitionistischer Logik. Dagegen das untere, B, das ist ein Beweis einer negierten Aussage. Das ist ein Beweis von der Behauptung, dass Psi nicht gilt. Und das ist okay, auch intuitionistisch. Auch intuitionistisch zulässig. Und das hat einen tieferen Hintergrund, denn nicht Psi, was wir dort also verwendet haben, das muss definiert werden. Und die Standarddefinition, übrigens sowohl in klassischer als auch intuitionistischer Logik, ist, dass nicht Psi definiert ist als aus Psi folgt Widerspruch. Das ist die Definition von nicht Psi. Und wenn wir die verinnerlicht haben, dann sehen wir, dass das genau das Beweisschema ist, was wir immer verwenden, um eine Implikation nachzuweisen. Gelte das, was vor dem Fall steht, zu zeigen das, was hinter dem Fall steht. Also das da unten ist völlig okay, auch intuitionistisch. Das heißt insbesondere der Standardbeweis, dass Wurzel 2 rational ist, angenommen Wurzel 2 ist A durch B, dann bla bla bla, Widerspruch, ist völlig okay. Wurzel 2 ist weiterhin rational in intuitionistischer Logik. Was zeigt der Beweis da oben, wenn wir nur intuitionistische Logik verwenden? Der zeigt nur, dass die Annahme, dass Phi falsch war, zu einem Widerspruch geführt hat. Das heißt, intuitionistisch zeigt dieser Beweis nur, dass Phi nicht nicht gilt. Nicht nicht Phi zeigt er, ja? Zeigt nur nicht nicht Phi. Mit dem Law of Excluded Middle könnten wir daraus jetzt Phi folgern, aber ohne es bleibt es halt erstmal unvereinfacht so hinten dran stehen. Wenn man sich ein bisschen dumm anstellt, sage ich mal, dann kann man auch einen nicht zulässigen Beweis der Irrationalität von Wurzel 2 führen. Wenn man nämlich sagt, Behauptung, Wurzel 2 ist nicht rational, Beweis, angenommen nicht, dann wäre Wurzel 2 rational, dann der alte Beweis, dann Widerspruch. Also wenn man den Beweis einfach verlängert, indem man nochmal ein angenommen nicht davor schreibt, dann wird er konstruktiv unzulässig. Aber muss ich ja nicht machen. Ich kann den Beweis ja auch stromlinienförmig halten. Okay, also das ist jetzt mal das Erste. Ja? Intuitionistische Logik ist genau dasselbe wie klassische Logik, aber Law of Excluded Middle können wir nicht verwenden. Eine Frage, die sich jetzt zum Beispiel stellt, ist, was haben die Leute geraucht, die sich das erfunden haben? Das können wir klären. Dazu machen wir eine Tabelle mit drei Spalten insgesamt. In die Mitte kommt die klassische Interpretation und hinten die intuitionistische Interpretation. Und wir verwenden das Paket Booktabs, das heißt, wir werden nicht lauter vertikale und horizontale Linien haben. Also. Die Bedeutung von Phi und Psi klassisch bedeutet, Phi und Psi sind beide wahr. Die intuitionistische Interpretation dagegen ist nur, wir haben Beleg für Phi und für Psi. Wir haben Beleg für Phi und Beleg für Psi. Nicht ausrasten beim Wort wir, das wird noch erklärt.
was damit wirklich gemeint ist. Phi oder Psi klassisch bedeutet, Phi oder Psi, mindestens eine davon ist wahr. Ja? Phi ist wahr oder Psi ist wahr. Intuitionistisch heißt es, wir haben Beleg für Phi oder Beleg für Psi. Für eines der beiden haben wir einen Beleg. Und jetzt würde ich vorschlagen, machen wir noch drei Fälle. Zum Beispiel das da. Bitte, ja. Definiert man halt Implikationen über nicht oder definiert man es nicht über die Implikation? Nee. Du definierst das nicht mit Hilfe der Implikation. Okay. Du spielst gerade darauf an, dass man sagt, ich schreibe jetzt auch mal Großbuchstaben, weil man es so in der Anfängervorlesung eventuell lernt. Du spielst darauf an, dass man A impliziert B definiert als nicht A oder B. Ja. Und dann gibt es eine Übungsaufgabe, wo man 16 Zeilen in der Wahrheitstafel ausfüllen muss. Genau. Genau. Das ist nicht die Definition, die man wirklich verwendet. Übrigens weder in klassischer noch in intuitionistischer Logik. In klassischer Logik ist das eine Konsequenz von tiefergehenden Definitionen, die wir kennenlernen werden. Und in intuitionistischer Logik ist das schlichtweg falsch. Im Sinne von, in reine intuitionistische Logik ist nicht mächtig genug, um zu zeigen, dass diese beiden Sachen äquivalent sind. Wir haben dann nur noch, dass die rechte Seite die linke impliziert, aber nicht rückwärts. Ja. Vielleicht auch ganz kurz noch angemerkt dabei, intuitionistische Logik ist schon abwärtskompatibel zu klassischer Mathematik. Also wenn wir es schaffen, intuitionistisch eine Aussage zu beweisen, dann haben wir es insbesondere geschafft, sie klassisch zu beweisen. Das heißt, in intuitionistischer Logik wird es niemals passieren, dass wir irgendwie eine ganz komische Aussage beweisen können, wie zum Beispiel alle Funktionen von R nach R sind stetig. Weil wenn wir es intuitionistisch beweisen könnten, dann hätten wir es auch klassisch bewiesen und wir wissen klassisch, dass es Gegenbeispiele zu dieser Behauptung gibt. Ja, also wir beschränken uns einfach ein kleines bisschen in unseren logischen Mitteln und wir werden natürlich diskutieren, warum das gut ist, das kommt jetzt gleich noch kurz, aber kommt auch das gesamte Semester über. Und wir werden diskutieren, warum es doch nicht so viel ist oder was genau der Unterschied zu klassischer Logik ist. Machen wir hier kurz weiter bei den Interpretationen. Und bevor es vielleicht weitergeht, einfach nochmal, lasst mich sagen, was das hier soll. Also die Sache ist die, intuitionistische Mathematiker verwenden dieselbe Sprache, dieselben logischen Symbole wie klassische Mathematiker, halt das Unzeichen, das für alle Zeichen und so weiter, aber sie versehen sie mit einer leicht anderen Bedeutung. Diese leicht andere Bedeutung steht hier in der letzten Spalte. Und wenn wir das jetzt dann gleich verinnerlicht haben, was die informale, intendierte Bedeutung ist von den Symbolen, wenn eine intuitionistische Mathematikerin das Teil liest, dann werden wir verstehen, warum es nicht völlig absurd ist, auf Lem zu verzichten. Ja. Okay, hier haben wir also unsere Universalaussage. Ich schreibe das mit Doppelpunkt, momentan noch ohne tieferen Grund. Ich könnte auch Elementzeichen schreiben, aber später werden wir sehen, dass es nicer ist, das mit Doppelpunkt zu schreiben. Klassisch heißt es, Phi von x ist wahr für alle x aus der Menge x. Und die intuitionistische Interpretation ist, wir können zu jedem x aus x einen Beleg von Phi von x angeben. Jetzt machen wir die Tabelle noch kurz fertig, damit das übersichtlich dran steht. Existenzquantifikation heißt, im platonischen Ideenhimmel gibt es ein x aus x, sodass Phi von x wahr ist. Und intuitionistisch heißt es, wir haben ein bestimmtes klein x mit vom Typ groß X zusammen mit
Beleg für Phi von x. Das heißt, wir kennen auch wirklich so ein x. Und jetzt schreiben wir noch einen Fall hin, dann ist das nämlich hier fertig. Es gibt ja noch die Implikation. Die heißt klassisch sowas wie, sollte Phi wahr sein, dann auch Psi. Und intuitionistisch heißt es, wir können Beleg für Phi in Beleg für Psi transformieren. Ja, also wir haben schon irgendwie eine Vorschrift, wie man es transformieren kann. Tatsächlich ist das aber ein ganz subtiler Punkt hier. Also diese Interpretation hier, die wir rechts da machen, die hat auch einen Namen. Das ist die Brauer-Hating-Kolmogorov-Interpretation. Und sie ist ganz nett, um mal so intuitiv zu verstehen, was intuitionistische Mathematikerinnen irgendwie, also wie die so drauf sind. Aber es gibt noch diverse Probleme hier. Und eines ist, dass das hier alles informal gehalten ist. Was heißt schon transformieren? Und was heißt schon wir haben? Wer ist mit wir gemeint? Also alle in diesem Raum oder sonst bessere Mathematiker? Oder, ja? Das ist irgendwie informal noch und das muss man formalisieren, damit man dann wirklich was damit anfangen kann. Werden wir auch machen. Da war eine Frage. Lassen uns mit Hilfe der Tabelle jetzt mal kurz schauen, was die Bedeutung von Phi oder nicht Phi ist. Also vom Law of Excludable Middle. Die Bedeutung mit der BHK-Interpretation, rechteste Spalte, ist, für jede Aussage Phi haben wir Beleg für sie selbst oder für ihre Negation. Und das ist Quatsch. Es stimmt nicht, dass wir für jede Formel, für jede Aussage Beleg für sie oder für ihre Negation haben. Es gibt tausende Aussagen, wo bisher unbekannt ist, ob sie stimmen oder nicht stimmen. Also wenn man diese Interpretation der logischen Zeichen an den Tag legt, dann wird es völlig offensichtlich, warum man auf Lemm verzichtet, weil es dann eine völlig absurde Aussage ist. Wenn man dagegen die Wahrheitsinterpretation an den Tag legt, dann ist es absurd, wiederum auf Lemm zu verzichten, weil dann besagt Lemm nur einfach, jede Aussage stimmt oder stimmt nicht. Das ist eine Trivialität. Ja? Seht ihr das? Ah, sehr gut. Wäre es für dich eine Aussage, ja, wenn ich behaupte, es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge? In klassischer Logik, ja, wäre das eine Aussage. Eine Aussage, weil die entweder, ja, war oder nicht war. Ja, in intuitionistischer Logik auch, genau. Es ist so, in der Anfängervorlesung hört man, also am Tag 1 der Uni, ja, wenn es darum geht zu definieren, was eine Aussage ist, da findet man oft einen Spruch folgender Art: Eine Aussage ist ein klar formulierter deutscher Satz mit einem ganz klaren Wahrheitsgehalt, entweder wahr oder falsch. Ja. Genau. Das ist nicht die offizielle Definition, die Logikerinnen verwenden, auch nicht klassische Logikerinnen. Die offizielle Definition, die eine Logikerin verwendet, ist eher folgende: Eine Aussage ist ein grammatikalisch korrekt gebildeter deutscher Aussagesatz. Oh ja, und es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge, ist ein grammatikalisch korrekt gebildeter Aussagesatz. Ja? Einer, der von dem bisher weder ein klassischer noch ein intuitionistischer Beweis bekannt ist. Aber trotzdem völlig, völlig wohl definierter Satz. Und die offizielle Definition, was eine Aussage ist, die werden wir noch kennenlernen. Das ist im Wesentlichen einfach syntaktisch aufgebaut aus kleineren Elementarsachen. Zum Beispiel, wenn man schon weiß, dass das und das Aussagen sind, darf ich auch ein Unzeichen dazwischen schreiben, das ist wieder eine Aussage. Sowas. Ich hätte jetzt weitergemacht kurz mit dem Nutzen von intuitionistischer Logik und dann können wir die anderen Sachen thematisieren. Aber das wäre immer noch eine exzellente Möglichkeit, um irgendwie hier zu Fragen loszuwerden, auch nochmal zum Beweis oder zu sonst was. Tobi. Ja. Muss ich da nicht theoretisch, wenn, ja, ich den Satz übersetze, den Beweis auch nochmal komplett neu machen in der anderen Sprache? Also könnte sich ja doch, ja, aber Bedeutung das, ein bisschen verändern, wenn wir das an Grammatik festlegen. Genau, aber das,
Wie du meinst, aus dem klassischen Beweis einen konstruktiven, eine Intuition zu machen. Wenn wir das richtig logisch machen, dann ist eine Aussage einfach ein wohlgeformter grammatikalischer Aussagesatz. Genau. Im Gegensatz zu einer Frage, zum Fragesatz oder zu einer Meinungsäußerung. Wenn ich das jetzt wirklich an der Grammatik auch festmache, wenn ich den jetzt in eine andere Sprache übersetze, die komplett anders. Ach so, in eine andere Natürlichsprache, zum Beispiel Englisch. Ja. Oder Chinesisch, weil es halt schon dann wirklich andere Struktur hat. Ja. Müsste ich dann theoretisch auch wirklich den Beweis nochmal in der anderen Sprache führen? Je nachdem. Ob du willst, dass... Ich meine, das ist ja schon eine andere Aussage. Ich glaube, das war auch von Ingo nicht so ernst. Ja. Nee, genau. Aussagen sind schon logische Symbole und Zeug, formal. Also anders gesagt, du musst auf jeden Fall den Beweis ins Deutsche oder Englische übersetzen, wenn du willst, dass ich ihn prüfe. Also ein Beweis im informalen Sinne ist ja einfach ein Textstück, was das Gegenüber überzeugt. Insbesondere sollte es möglichst eine Sprache sein, die das Gegenüber spricht, sonst... Okay, ich glaube, wir waren gerade beide so ein bisschen scherzhaft drauf, ne? Okay. Ich erzähle euch noch zwei Fun Facts, manche von euch kennen sie seit Jahren, wo intuitionistische Logik im Alltag Anwendung findet. Ein Beispiel ist folgendes. Stellt euch vor, in der Früh wollt ihr eure Wohnung verlassen, aber findet gerade den Wohnungsschlüssel nicht. Dann könnt ihr konstruktiv nicht behaupten, also ihr könnt intuitionistisch nicht behaupten, dass es ein X gibt, sodass gilt, der Schlüssel befindet sich an Position X. Denn wenn man sowas intuitionistisch behaupten würde, würde das heißen hier, dass ihr in der Lage seid, so ein X anzugeben, wo sich der Schlüssel befindet. Aber ihr findet den ja gerade nicht. Also habt ihr keinen Beleg für diese Aussage. Ihr wisst aber, dass der Schlüssel nicht weg sein kann, weil gestern Abend habt ihr den verwendet, um reinzukommen. Daher habt ihr Beleg für die abgeschwächte Aussage, dass es nicht sein kann, dass es kein X gibt. Ja? Diesen subtilen Unterschied kann klassische Logik nicht abbilden. In klassischer Logik könnte ich das nicht wieder kürzen und sehe keinen Unterschied zwischen beiden Aussagen. Das Beispiel hinkt, weil da jetzt plötzlich ganz wesentlich eingeht, was ich persönlich weiß. Und das ist schon intuitionistische Mathematik hart egal, was ich persönlich oder jemand anderes persönlich weiß. Ne? Aber ansonsten finde ich, demonstriert es einen Unterschied zwischen der ursprünglichen Aussage und der doppelt verneinten recht gut. Das ist halt eine subtile Abschwächung. Eine solche, sodass irgendwie die Belegpflicht, die man sonst hier überall hat, ein bisschen irgendwie runtergeschraubt wird. Ja. Aber du wirst das Problem nicht los. Also hier zum Beispiel, dass du sagen musst, was du unter Position verstehst. Ja. Ja, genau. Hier wäre es noch schlimmer, weil das ist ja sogar ein Satz, der sich auf die reale Welt bezieht. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Genau, aber oben ist ja auch so, dass du vom Beleg sprichst oder du auch schon gesagt hast, also wir wissen momentan nicht, was es heißt, einen Beleg überhaupt zu haben, dass überhaupt ein Beleg selber sein soll. Genau. Ich finde übrigens auch verwirrend, wenn ihr das nachlest, Brouwer, Hating, Kolmogorov-Interpretation, werdet ihr oft das Wort Beweis finden statt Beleg. Und das finde ich aber sehr irreführend, weil hier könnte ich genauso gut immer Beweis schreiben. Zumindest denke ich das so am Anfang. Ja. Weil was heißt schon Wahrheit? Wahrheit heißt, ich habe einen Beweis davon gelesen. Mhm. Und jetzt steht hier Beweis und da Beweis. Und dann sehe ich irgendwie gar keinen Unterschied mehr zwischen den beiden Spalten. Ja gut, aber Beweis auf der rechten Seite heißt... Mit weniger Regeln, ja. Genau. Ja, das stimmt schon. Hier war zuerst. Aber nicht zu beweisen ist ja, oder einen Beleg dafür zu finden, ist ja auch nicht immer einfach. Also ja. In dem Fall kann ich es mir nicht verstehen. Ich müsste, um die Frage genau klären zu können, müsste ich noch sagen, was denn die Interpretation von nicht ist. Und ich würde vorschlagen, weil die ja Vorlesung wirklich Gabenlogik heißt, sind wir ab jetzt ein bisschen formaler und verwenden nicht mehr dieses Kinderzeichen für den Widerspruch, sondern das logische Zeichen dafür, und das heißt Bottom. Backslash perp in Latisch. Klassische Interpretation davon wäre, keine Ahnung, es gilt Falschheit oder sowas. Also 7 gleich 9 zum Beispiel könnte man auch als Definition von Bottom nehmen, wenn man Zahlen in seinem formalen System hat. Und hier, wir haben Beleg für Falschheit.
Und was heißt jetzt nicht Phi? Nicht Phi heißt, wir könnten Beleg für Phi in Beleg für Bottom transformieren. Per Definition soll es keinen Beleg von Bottom jemals geben. Die einzige Möglichkeit daher, wie wir Belege für Phi in Belege für Bottom transformieren könnten, wäre die, dass es einfach gar keine Belege von Phi gibt. Das heißt, die intuitionistische Interpretation von nicht Phi, wir können hier die noch dazu setzen, noch eine Zeile, wäre, die intuitionistische Interpretation wäre, es gibt keinen Beleg von Phi. Zum Vergleich, die klassische nochmal wäre, Phi ist falsch. Ja? So, und nicht Phi bedeutet dann, es gibt keinen Beleg von nicht Phi. Und da sieht man, denke ich, jetzt recht gut, dass es eine schwächere Aussage ist als Phi. Wenn wir Phi intuitionistisch behaupten würden, dann würde es heißen, dass wir Beleg von Phi präsentieren müssen. Wenn wir nur nicht Phi behaupten, dann müssen wir nur zeigen, dass es keinen Beleg von nicht Phi geben kann. Dass es nicht möglich ist, dass der fehlt. Aber dass nur... Kann man das zeigen für den Fall, dass die Schlüsselanomalie ist? Das wäre quasi, also ich meine, es ist nicht wirklich umsetzbar, weil Schlüssel sind nichts Mathematisches. Aber wir könnten das so formalisieren, dass wir halt, dass wir die Metainformation, die wir haben, nämlich wir sind nicht imstande, diesen Schlüssel zu finden, dahingehend übersetzen, dass wir sagen, es gibt keinen Beleg, von wo sich der Schlüssel befindet. Und dann wäre es formal einwandfrei. Okay, wird ja? In dem Sinne schwierig, wenn irgendjemand den Schlüssel versteckt hat. Ja, genau. Und weiß, wo der Schlüssel ist. Ja, ja. Dann war bei Luke noch eine Frage. Ja, nur eine Anmerkung zu dem vorhin, weil du gesagt hast, man könnte ja jetzt in der mittleren Spalte auch schreiben, es gibt einen Beweis dafür oder so. Ja. Ich glaube, das ist auch einfach nur der Unterschied, die Interpretation von Existenz eben, weil ich auf der rechten Seite halt sage, wir haben einen. Genau. Nicht nur, es gibt irgendwo. Genau. Und in der Mitte würde ich eher sagen, es existiert halt. Ja. Irgendwo ein Beweis. Ja. Wir werden übrigens auch Situationen kennenlernen, wo wir wissen in klassischer Logik, dass ein intuitionistischer Beweis von einer Aussage existiert. Das heißt, wir wissen, irgendwo befindet sich dieser intuitionistische Beweis, aber wir kennen ihn nicht. Das ist ganz witzig. Okay, lasst uns kurz den Nutzen vom Verzicht auf Lem durchgehen. Das sind so ein paar Punkte. Also ein Punkt wäre Spaß. Es ist einfach irgendwie erfrischend, nochmal die LR1 und LR2 durchzugehen und nochmal zu schauen, was geht denn da eigentlich immer noch, wenn ich auf Lem verzichte. Spoilerwarnung, fast alles geht immer noch, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, bei den Definitionen nicht unnötigerweise nichts einzuführen. Anderer Punkt, Wertschätzung. Wenn wir auf Lem einmal verzichten, dann können wir später viel besser wertschätzen, was es bedeutet, Lem zu haben. Ja, also wir lernen klassische Logik besser kennen, indem wir einen Vergleich durchführen zu intuitionistischer Logik. Dann ist es, kann es interessant sein von philosophischer Sicht. Eine Frage ist zum Beispiel, wenn man behauptet, es gibt unendlich viele Primzahlen, das ist ja ein bewiesener Satz, was meint man damit wirklich? Also ich kann ja niemals unendlich viele Primzahlen aufschreiben, weil ich irgendwann sterben werde und so. Hashtag Singularität. Aber was ist damit wirklich gemeint? Und philosophisch ist es wohl so, dass man ein kleines bisschen leichter 10 verschiedene Erklärungsversuche dafür angeben kann, was es bedeutet, dass eine Aussage intuitionistisch stimmt, anstatt dass sie klassisch stimmt. Gut, und jetzt kommen wir zu ein paar mathematischen Gründen. Ein Punkt ist mentale Hygiene. Also wenn man einmal lernt, auf Lem zu achten und so weiter, dann hat man nicht mehr so einen Eindruck, dass man einfach so Mathematik macht, so vor sich hin, und dass einfach überall Widerspruchsbeweise stattfinden, sondern man lernt ganz genau den Finger darauf zu zeigen, wo jetzt wirklich Lem eingeht. Und man lernt Widerspruchsbeweise vom Typ A und B, B ist kein Widerspruchsbeweis, voneinander zu unterscheiden. Das ist einfach gut für die mentale Hygiene. Und dann gibt es eine schöne Sache, nämlich nur in intuitionistischer Logik kann man Traumaxiome untersuchen. Ein Traumaxiom wäre zum Beispiel das Axiom, jede Funktion von R nach R ist stetig. Oder jede Funktion von N nach N ist berechenbar durch eine Turing-Maschine. Oder jede Funktion von R nach R ist ein Polynom. Das ist im großen Zariski-Topos der Fall. Ja? Das sind alles Aussagen, die klassisch völlig falsch sind. Aber es ist trotzdem interessant, die Konsequenzen davon zu untersuchen. Das geht aber nur, wenn wir auf Lem verzichten, weil die beiden Axiome beißen sich, würden sofort zum Widerspruch führen und dann kann ich alles ableiten. Peter? Gut?
Und jetzt meine zwei Hauptpunkte. Hauptpunkt 1, Programmextraktion. Das ist wichtig für die theoretische Informatik. Es ist so, aus dem intuitionistischen Beweis einer Behauptung, einer Existenzbehauptung, lässt sich immer auf maschinelle Art und Weise ein Zeuge für die Behauptung extrahieren. Eben so ein Beispiel A und B, sodass auch B rational ist. Das geht immer auf maschinelle Art und Weise. Wir werden auch noch lernen, wie. Das ist cool für manche theoretischen Informatiker, ja, weil die sagen, ich finde es doof, erst ein Programm zu programmieren und im zweiten Schritt zu beweisen, dass es das tut, was es soll. Was nicht wichtig ist bei 3D-Action-Shootern, aber schon wichtig bei Herzschrittmachen. Die sagen, es ist besser, in einem Aufwasch zu beweisen, dass es möglich ist, die Aufgabe zu lösen. Und dann kommt automatisch ein Programm raus per Extraktion, was dann die Aufgabe eben löst. Und man hat auch einen gleichen Korrektheitsbeweis, dass das Programm funktioniert. Dass das tut, was es soll. Das ist ganz schön. Okay, und dann mein persönlicher Hauptpunkt ist, wenn man Sachen intuitionistisch beweist, dann gelten sie in allgemeineren Situationen als nur dem Standarduniversum, der Menge, in dem wir uns befinden. Ja, wir werden noch lernen, das ist der letzte Punkt, Topos-Theorie. Es gibt mathematische Alternativuniversen, das Fachwort dafür ist Topoi. Und in jedem dieser Alternativuniversen gilt zumindest mal intuitionistische Logik. Klassische Logik gilt in ein paar wenigen von denen, aber intuitionistisch gilt in allen. Wenn wir also eine Aussage schaffen, intuitionistisch zu beweisen, dann wissen wir, dass sie nicht nur im Standard-Topos gilt, sondern in allen Topoi überhaupt. Und je nach Aussage kann das sehr uninteressant sein oder sehr interessant. Ein Beispiel, ich will nicht voraussetzen, dass ihr Schematheorie-Vorkenntnis habt, aber nur um zu erklären, was das bedeuten könnte. In der LR1 lernt man, dass jeder endlich erzeugte Vektorraum nicht eine Basis besitzt. Und daraus folgt sofort mit dem Topos-Zeugs und so weiter, dass auf einem reduzierten Schema jede Modulgabe von endlichem Typ auf einer dichten offenen Teilmenge lokal frei ist. Und ich glaube, jeder sieht, dass die letzte Aussage irgendwie schwieriger war als die erste. Aber in Wahrheit war sie nicht schwieriger, weil sie folgt sofort aus dem Beweis der ersten. Also das ist einer der Hauptnutzen, wenn man auf Lem verzichtet. Man arbeitet einfach allgemeiner. Man arbeitet auch in Universen, wo Lem nicht gilt. Egal, ob man möchte oder nicht. In anderen Universen, in unserem Universum ist es so ein bisschen eine philosophische Sache, ob ich entscheide, Lem zu nehmen oder nicht. Aber in anderen Universen ist es einfach ein Faktum, dass es vielleicht falsch ist. Okay. Habt ihr noch Fragen zu diesem Punkt? Sonst gehen wir mal die anderen Dinge der Vorlesung durch. Okay. Bitte. Da handelt es sich um intuitionistische Logik und klassische Logik als mathematische Objekte selber. Ja, genau. Also das sind dann wirklich... Ja, das kann abgekürzt werden durch dann so ein großes T für Theorie. Okay. Ja, genau. Ja. Und das... Ja, dann hat man weniger Angst davor. Weil es einfach ein T von vielen ist. Ein T. Ja. Worauf wir Acht geben werden, ist, dass wir möglichst alles von dem, was noch kommt in der Vorlesung, in einer intuitionistischen Metatheorie formulieren werden. Das heißt, auch auf der Metalogik, also auf der Logik unseres Denkens, werden wir nicht Lem einsetzen. Aus welchem Grund machen wir das? Aus all den eben genannten Gründen. Ne? Insbesondere aber, um all das, was wir hier machen, später auch irgendwann mal vielleicht in anderen Topoi einsetzen zu können. Und das ist etwas, was sehr, sehr selten gemacht wird. Also es gibt, an anderen Unis gibt es ganz normale Logikvorlesungen, Logik 1 bis 8 oder sowas. Und die sind alle cool, aber operieren in einer klassischen Metalogik. Das heißt, wenn diese Leute über logische Systeme nachdenken, vielleicht auch über intuitionistische Logik, dann verwenden sie dazu klassische Logik auf Metaniveau. Und das ist, finde ich, zum einen so ein kleines bisschen paradox oder so, ja. Und zum anderen ist es aber auch einfach nicht nötig. Die Beweise von allen Sachen, bis auf einer, die mir gerade einfällt, gehen nämlich intuitionistisch durch und dann spricht nichts dagegen, sie auch intuitionistisch zu führen, um eben mehr davon zu haben. Ihr wisst also schon mal, wenn ihr die Übungsaufgaben bearbeitet, ihr werdet niemals einen Widerspruchsbeweis führen. Okay. Dann Minimalwissen. Was sind da ein paar Punkte, die wir erörtern wollen? Minimalwissen meine ich, an anderen Unis gibt es eben Logik 1 bis 8 und ein gewisses Teil davon ist Standardwissen und das gibt es an der Uni Augsburg irgendwie weniger und das will ich hier auch vermitteln. Das Minimalwissen wäre zum Beispiel Gänzens Kalkül natürlichen Schließens.
Also in informaler Mathematik ist ein Beweis einfach ein Textstück, was das Gegenüber überzeugt. Diese Definition, finde ich, ist sehr, sehr schön und man kann damit gut arbeiten, aber es ist keine formale Definition. Das hat die Konsequenz, dass wir, wenn wir nichts anderes anstellen, wenn wir nicht das dazu Hilfe nehmen, dass wir nicht mathematisch über mathematische Beweise nachdenken können. Wir werden mit einer informalen Definition niemals die Frage beantworten können, ob sich irgendeine Aussage beweisen lässt, weil das zu schwammig einfach ist. Dagegen hiermit ist es möglich, präzise formal zu definieren, was eigentlich wirklich ein mathematischer Beweis ist. Das wird eine mathematische Definition sein, Definition 1.1. Und dann können wir damit halt arbeiten und dann können wir Aussagen zeigen, Meta-Aussagen zeigen, wie die und die Aussage ist nicht beweisbar oder die ist eben schon beweisbar oder der kürzeste Beweis hat die und die Länge, all sowas. Was wir dabei insbesondere auch sehen werden, ist, was eigentlich die einzelnen primitiven Argumentationsmuster sind, die wir in der Mathematik verwenden. Bausteine aller mathematischen Argumentationen. Also wir werden dann sehen, dass nahezu alle Beweise, und die Ausnahmen werden wir auch ein paar kennenlernen, dass nahezu alle Beweise nicht einfach irgendwie vor sich her labern, sondern ganz, ganz wenige Elementarbausteine für Argumentationen verwenden. Und es ist schön, die mal präsent zu haben und über die auch mathematisch nachdenken zu können. Das ist wieder auch so ein Punkt zur mentalen Hygiene. Ja? Ich mache nicht einfach mehr Mathe, sondern ich denke auch darüber nach, was ich eigentlich währenddessen mache. Ein anderer Punkt, der zum Minimalwissen auf jeden Fall gehört, sind Gödels Unvollständigkeitssatz. Der sagt ganz, ganz grob, und wir werden lernen, was der genau besagt, dass es wahre Aussagen gibt, die nicht beweisbar sind. Es gibt wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind. Es gibt wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind. Das ist sehr komisch, wenn man das erste Mal hört. Und ich erinnere mich noch, als ich klein war, bin ich irgendwann mal zu Joost und habe ihn gefragt, was das bedeuten soll. Und dann hat er mir einen entscheidenden Tipp gegeben und dann war ich sehr, sehr glücklich. Warum kann das paradox klingen? Naja, lasst euch das einfach auf der Zunge zergehen. Wenn also jemand behauptet, er kennt eine wahre Aussage, die keinen Beweis hat, woher weiß er denn dann, dass die Aussage wahr ist? Von der Wahrheit von Aussagen überzeugen wir uns doch durch einen Beweis. So sieht man sofort einen Scheinwiderspruch. Ich kann euch auch sofort ein Beispiel für so eine Aussage präsentieren, die auf jeden Fall wahr ist, aber nicht beweisbar ist. Nur hinkt das Beispiel noch, weil das noch nicht formalisiert ist und weil wir da noch nicht alle Konsequenzen durchgedacht haben und so. Das wäre folgende. Diese Aussage, die hier in Anführungszeichen steht, ist unbeweisbar. Hat keinen Beweis. Diese Aussage ist unbeweisbar. Kurz über die Aussage nachdenken. Wir sehen sofort, diese Aussage ist tatsächlich nicht beweisbar. Denn wenn sie beweisbar wäre, würde sie auch stimmen. Das ist ja der Sinn von Beweisen, dass wenn man etwas bewiesen hat, dass man dann weiß, das stimmt. Also würde sie auch stimmen. Das heißt, das, was in den Anführungszeichen steht, wäre richtig. Das heißt, die Aussage hätte keinen Beweis. Widerspruch. Also ist die Aussage nicht beweisbar. Andererseits mal schauen, was die Aussage aussagt. Die Aussage sagt aus, dass sie nicht beweisbar ist. Also sagt sie etwas Wahres aus. Also ist sie wahr. Problem ist nur, wenn man so naiv argumentiert, könnt ihr auch Folgendes zeigen. Ihr könnt folgende Aussage untersuchen. Wenn diese Aussage stimmt, dann ist der Mond aus Käse. Und Übungsaufgabe, lasst euch diese Aussage auf der Zunge zergehen. Einfach ein bisschen überlegen, was wäre, wenn sie stimmen würde, mal hypothetisch und so. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr einfach einen Beweis habt. Einen Beweis, wo ihr keinen Fehler drin erkennen werdet, der zum Schluss zeigt, dass der Mond wirklich aus Käse ist. Das ist irgendwie schlecht. Und wir müssen verstehen, warum diese Art der Selbstbezüglichkeit irgendwie problematisch ist, sofort zu einer Theorie führt, die dann zeigt, dass der Mond aus Käse ist.
Und das dagegen ein valides Beispiel für Gödel's Unvollständigkeitssatz ist. Beweisbar in klassischer Logik. Mit Widerspruchsbeweis. Wie du willst. In einer normalen Logikvorlesung wird immer nur klassische Beweisbarkeit diskutiert. Wir machen immer beides. Mit gleichem Aufwand. Ja? Ein Punkt von der Vorlesung ist auch einfach, dass wir ganz sicher gehen, dass all das, was in der klassischen Logikvorlesung über klassische Logik behauptet wird, dass das auch alles in einer intuitionistischen Metatheorie für intuitionistische Logik gilt. Weil wir werden ja alles prüfen, was immer an der Tafel steht. Und wenn wir quasi geschafft haben, das Semester zu absolvieren, wissen wir, dass das alles stimmt, was wir gemacht haben. Fragen zu diesem Punkt? Der ist philosophisch hochinteressant, ne, Bene? Ja, da auch komisch, ne? Ich habe ja, ihr wart ja überzeugt davon, also habe ich einen Beweis präsentiert. Was genau habe ich wirklich präsentiert? Das werden wir lernen, ja? In Woche 4. Gut. Andere Sache. Konsistenz. Konsistenz von PA und HA. Also PA ist die Abkürzung für Peano-Arithmetik und HA ist die Abkürzung für Hating-Arithmetik. Das sind Systeme, die wir uns noch genauer anschauen werden. Der Unterschied ist zunächst, Hating-Arithmetik und Peano-Arithmetik sind genau dasselbe, aber Peano-Arithmetik in klassischer Logik, Hating-Arithmetik in intuitionistischer Logik. Und worum geht es nun bei den beiden Systemen? Da geht es um natürliche Zahlen. Also in diesen Systemen stecken genau die Axiome für die natürlichen Zahlen drin, insbesondere das Induktionsaxiom. Und es ist die Frage, wenn man sich die Axiome, die diese Systeme eben enthalten, als Ausgangspunkt setzt, schafft man es dann, einen Widerspruch herzuleiten? Hoffentlich nicht, weil dann die gesamte Mathematik inkonsistent wäre. Aber wer weiß schon. Und die Frage werden wir ausführlich diskutieren. Wir werden insbesondere sehen, in einem gewissen Sinn, dass man die Konsistenz nicht zeigen kann, niemals wird beweisen können. Und andererseits werden wir auch einen Beweis von der Konsistenz sehen. Ja? Und diesen Widerspruch müssen wir natürlich dann auch auflösen. Was wir auch herstellen werden, ist ein Bezug zur Berechenbarkeitstheorie. Berechenbarkeitstheorie, das ist ein Zweig der theoretischen Informatik, der beschäftigt sich mit der Frage, welche Funktionen von n nach n oder von r nach r grundsätzlich theoretisch berechenbar sein könnten. Berechenbar durch ein Computerprogramm auf einem beliebig krassen Computer. Beispiel, die Sinusfunktion ist berechenbar, denn auf jedem Taschenrechner gibt es eine Sinustaste. Aber es gibt andere Funktionen, die nicht berechenbar sind. Das ist allein schon ein interessantes Faktum. Die Aussage ist nicht, menschliche Programmierer werden es niemals schaffen, ein Programm dafür zu programmieren, sondern die Aussage ist, es gibt kein Programm, das das und jenes kann. Und interessanterweise hat diese Aussage, die also jetzt erstmal sich nur so auf Computer bezieht, wo man auch als reiner Mathematiker das vielleicht total abtun kann, ja, weil ich bin an Hyperkähler-Mannigfaltigkeiten interessiert, nicht an Computer, stellt sich dann heraus, dass es doch ganz, ganz enge Bezüge zur Logik gibt. Werden wir kennenlernen. Okay, und wir werden kennenlernen Nicht-Standardmodelle. Vielleicht, manche von uns hatten das ja sogar schon im Brückenkurs, vielleicht können wir sogar auf die Ultrafilterkonstruktion abnörden, wie man Nicht-Standardmodelle bekommt. Was ist ein Nicht-Standardmodell? Also die Axiome von Peano-Arithmetik sind jetzt nicht an der Tafel, ja, aber es sind halt irgendwie so ein paar Stück. Und die wurden kreiert, um genau den Wesenskern der natürlichen Zahlen einzufangen. Stellt sich dann aber heraus, dass es andere Strukturen auch noch gibt, die genau auch dieselben Axiome erfüllen. Das sind dann nicht Standardmodelle von Peano-Arithmetik. Das sind zum Beispiel Zahlenstrahle. Können wir uns einigen, was der Plural von Zahlenstrahl ist? Zahlenstrahlen, danke sehr. Die fangen ganz normal an mit 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und irgendwann kommen aber unendlich große Zahlen. Irgend so ein Omega. Aber Omega-Halbe gibt es dann zum Beispiel auch. Also das ist irgendwie komisch dann, ja. Und die sind so und so lang und so. Man kann sich alles Mögliche an denen überlegen.
Gut, also das ist was, was wir an Minimalwissen stellen wollen. Dann gehen wir mal durch, was... Ah, und sorry, ein Haken war falsch. Sonst nicht. Also Gödels Unverständlichkeitssatz gehört zur Arithmetisierung von Syntax. Es geht nämlich darum, über Beweise sprechen zu können. Und Beweise sind syntaktische Objekte, ja, endliche Texte, bestehend aus den und den Symbolen. Es geht darum, über solche Texte innerhalb von Peano-Arithmetik oder Hating-Arithmetik sprechen zu können. Also wenn man nur Zahlen zur Verfügung hat. Arithmetisierung von Syntax. Gut, dann die Realisierbarkeitstheorie. Da machen wir dort wieder ein bisschen was. Also in erster Näherung ist Realisierbarkeitstheorie ein Versuch, die rechteste Spalte hier formal zu fassen. Und dabei wird das Wort wir dann ersetzt durch es gibt ein Computerprogramm, welches dies und jenes kann, welches dies und jenes produzieren kann. Und Computerprogramm wird auch nochmal formalisiert, damit es mathematisch objektive Aussagen werden, ne? Weil echte Computer unterliegen dem Einfluss von irgendwie Strahlung oder sowas, können irgendwie kaputt gehen oder ich zahle halt die Stromrechnung nicht, dann gehen sie gar nicht mehr und so. Es geht um Turing-Maschine für die von euch, die das schon wissen, was das ist. Aber es geht nicht nur um Turing-Maschinen, man kann auch nicht Standardmodell von Berechenbarkeit nehmen, zum Beispiel Super-Turing-Maschinen, und dann kriegt man leicht andere Aussagen. Das schreibt man dann immer so in Realisierbarkeitstheorie. R, das ist ein Realisierer, dann Backslash Models in LaTeX. Und dann könnte man zum Beispiel die Aussage haben, es gibt dann endlich viele Primzahlen. Das ist eine Aussage, die sich intuitionistisch beweisen lässt, wenn man sie richtig formuliert und sogar, wenn man sie unglücklich formuliert, dann immer noch. Und die Bedeutung davon dann wird sein, R ist ein Programm, welches unendlich viele Primzahlen ausgibt. R heißt ein Realisierer davon. Und wir werden dann also quasi diese Tabelle nochmal führen, aber ein bisschen formaler mit diesem R und dem komischen Zeichen davor und so. Und dann wird es eben formaler und dann lernen wir dadurch die Realisierbarkeitsinterpretation von intuitionistischer Logik kennen. Und dann werden wir auch das wird unser erster Kontakt zu einem mathematischen Alternativuniversum sein. Nur, dass es noch nicht vergegenständlich ist, wirklich zu einem vollen Universum, aber wir können da schon so ein bisschen Einblicke erhalten. Es wird unser erstes Beispiel sein, wo wir wirklich schwarz auf weiß sehen, dass manche klassische Prinzipien falsch sind. Also zum Beispiel die Aussage Phi oder nicht Phi für alle Phi, die lässt sich nicht realisieren. Es gibt kein Computerprogramm, was orakelmäßig für jede Aussage Phi entweder einen Beleg für sie präsentiert oder zeigt, dass es keinen Beleg für sie geben kann. Das werden wir dann genau verstehen. Und andererseits werden wir auch nicht klassische Prinzipien kennenlernen. Zum Beispiel gibt es für folgende Aussage, obwohl sie nicht intuitionistisch beweisbar ist, trotzdem einen Realisierer. Trotzdem stimmt sie in Realisierbarkeitstheorie. Also es gibt ein R. Es gibt ein R mit R realisiert die Aussage, dass jede Funktion von R nach R stetig ist. Klassisch völlig falsch. Es gibt Beispiele für nicht stetige Funktionen. Auch intuitionistisch nicht beweisbar, weil wenn es intuitionistisch beweisbar wäre, dann wäre es auch klassisch beweisbar. Klassisch ist nicht beweisbar. Glauben wir zumindest. Es könnte sein, dass ein Widerspruch in der Mathematik existiert, dann wäre das beweisbar, weil dann jede Aussage beweisbar wäre. Aber trotzdem gilt diese Aussage halt in diesem Realisierbarkeitsuniversum. Okay. Habt ihr da schon mal Fragen? Sonst sprechen wir jetzt gleich über Hilberts Programm.
Okay. Hilberts Programm. In einem gewissen Sinne ist Hilberts Programm auch die Motivation für einen Großteil der heutigen Logik. Deswegen ist es recht interessant. Die Story ist folgende. So bis, sagen wir mal, 1880 oder sowas, haben Mathematiker ganz, ganz wenig über unendlich große oder endlich viele Dinge nachgedacht. Also sie haben natürlich schon mit natürlichen und reellen Zahlen gearbeitet, aber sie haben nicht so sehr die Menge aller natürlichen Zahlen oder die Menge aller reellen Zahlen in Betracht gezogen. Das potenziell Unendliche, die Vorstellung, dass es immer noch eins weitergeht, war kein Problem. Aber das aktual Unendliche, die Vergegenständlichung von einer großen Gesamtheit von allen natürlichen Zahlen zu einer Menge oder sowas und dann darüber zu sprechen, das wurde nicht gemacht. Manche Leute stellen das dann auch ein bisschen, also manche Leute sagen Folgendes und ich glaube, das stimmt einfach nicht, aber ich bin kein Experte auf dem Gebiet der Mathematikgeschichte. Manche Leute behaupten, dass man bis 1880 immer nur intuitionistische Logik verwendet hat. Also die Begriffsbildung erst später, aber die Leute eben behaupten, dass die Leute nicht LEM verwendet haben damals. Und aus meiner Sicht ist das falsch. Sie haben LEM verwendet an vielen Stellen. Aber sie haben LEM nicht verwendet für schlimme Aussagen, sowas wie, naja, entweder enthält die Menge unendlich viele Elemente oder nicht, sondern sie haben LEM nur verwendet für, entweder stimmt diese Formel oder nicht, ja, für weniger drastische Sachen. Jedenfalls kam so ab 1880 und so kam Cantor und hat die Mengenlehre ja aufgezogen, die Mengenlehre, wie wir sie auch heutzutage verwenden. Und das hat dann die Mathematiker recht schnell in zwei Lager gespalten, die Hard Fans waren von den neuen Möglichkeiten, die das Nachdenken über unendlich große Mengen mit sich brachte, und die dem sehr, sehr skeptisch und kritisch gegenüberstanden und nicht genau wussten, was es damit auf sich hat und ob das konsistent ist, ob das stimmig ist. Und Hilbert, der zweitgrößte Mathematiker aller Zeiten, der war ein großer Fan. Das hatte unter anderem einen sehr persönlichen Grund. Und zwar gab es damals eine große Industrie in der Mathematik, nämlich die Invariantentheorie. Und ganz grob gesprochen ging es darum, Erzeuger von Idealen zu finden. Und das war ein großes Business und man konnte ein Paper veröffentlichen, wenn man von dem und dem Ideal neue Erzeuger gefunden hat. Und was Hilbert dann bewies, und damit wurde er auf einen Schlag international bekannt, war, dass jedes Ideal von dem und dem Ring ein Erzeugungssystem besitzt. Also er hat mit einem Schlag quasi die gesamte Invariantentheorie, zumindest wenn man grob vereinfacht, obsolet gemacht. Ja, weil die Leute waren interessiert, stimmt es, dass ich jetzt immer explizite Erzeuger finden kann? Und sie haben viel Mühe investiert, um sie wirklich zu finden. Und er hat einfach mit einem Schlag gezeigt, ja, es gibt sie immer. Er hat das aber mit nicht konstruktiven Methoden gemacht, mit nicht intuitionistischen. Er hat wirklich so einen Widerspruchsbeweis gemacht. Und die Widerspruchsannahme war sowas wie, angenommen, es gibt nicht endlich viele Erzeuger, und dann bla bla bla. Also er war ja ein großer Fan von diesen Methoden, von diesen neuen, abstrakten, nicht klaren Methoden, weil sie ihm selbst einfach viel gebracht haben und weil er eben gemerkt hat, wie viel Macht man mit ihnen hat. Andererseits gab es aber diese Zweifler und die wollte er auch nicht völlig ignorieren, sondern mit in sein Boot holen. Und deswegen hat er Hilberts Programm vorgeschlagen. Hilberts Programm war das Forschungsprogramm, der Aufruf an Logiker nachzuweisen, dass immer wenn man irgendeine Aussage mit abstrakten Methoden, mit LEM und mit dem Ossel-Axiom und mit allem Möglichen, immer wenn man eine Aussage mit abstrakten Methoden beweisen kann, dass man sie dann auch viel umständlicher mit finitistisch zulässigen Methoden, also quasi vor 1880, beweisen könnte. Ja, er wollte also diese tollen Methoden verwenden, aber eben zeigen, dass man sie verwenden darf. Dass man aus jedem Beweis, der LEM und Ossel-Axiom und alles Mögliche verwendet, doch wieder einen Beweis extrahieren kann, der das alles nicht verwendet. Insbesondere Gödel war ein großer Fan auch von Hilberts Programm. Gödel war ja Logiker, Gödels Unvollständigkeitssatz, und hat sich also dran gemacht, Beiträge zu Hilberts Programm zu leisten. Und eben eventuell sein großer Traum wäre quasi gewesen, zu zeigen, dass das geht und wie folgt geht es. Und dann halt drei Seiten Erklärung, wie man aus jedem Beweis, der LEM verwendet, einen Beweis gewinnen kann, der es nicht verwendet. Und Gödel selbst war dann aber recht enttäuscht, weil Gödels Unvollständigkeitssatz zeigt, dass Hilberts Programm in seinem vollen Umfang nicht realisierbar ist. Es ist eben nicht möglich, all diese ideellen Methoden, all die abstrakten Methoden zu eliminieren, umzuschreiben in finitistisch zulässige Argumentationen. Und damit war einfach so, ca. 1935 war das Programm einfach vom Tisch und niemand hat mehr darüber nachgedacht, weil eben Gödel ganz klar gezeigt hat, es ist niemals durchführbar.
So, und aber in neuerer Zeit erlebt das wieder ein Revival. Also, wir können nichts am Theorem ändern, dass man Hilberts Programm in vollem Umfang nicht durchführen kann. Das ist ein Fakt des Lebens. Aber man kann sich fragen, ob Hilberts Programm in Teilen durchführbar ist und eventuell in sehr, sehr großen Teilen. Und das ist in der Tat der Fall. Und da wollen wir zwei große Zweige kennenlernen, nämlich zum einen das Proof Mining, was insbesondere von Ulrich Kuhlenbach betrieben wird, und die dynamischen Methoden in der Algebra. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir eine deutsche Übersetzung von Proof Mining finden. Ich denke, dann wäre viel gewonnen. Wenn jemand jetzt einen Vorschlag hat, bitte reinrufen. Beweissurfen, nice. Beweisschürfung. Extrapolation finde ich nicht ganz so toll, weil Extrapolation ist ja eher, du hast halt irgendwie eine Messkurve, ne? Hier, hier, hier. Und jetzt extrapolierst du darüber hinaus. Ja, ich arbeite heraus, oder? Aber Proof Mining ist ja eher nach innen schauend. Vielleicht sollte ich erklären, was Proof Mining ist. Okay. Aber ich erkläre kurz mal, was die dynamischen Methoden in der Algebra sind. Also ihr wisst vielleicht, wenn ihr ein paar Algebra-Vorlesungen gehört habt, dass man dort oft abgeht auf Primideale und maximale Ideale. Und die sind sehr, sehr schön. Die können viele Beweise sehr, sehr elegant gestalten. Problem ist, so Primideale und maximale Ideale, wenn man mit denen tiefer umgeht, dann geht das nicht intuitionistisch. Dann braucht man dafür oft zum Beispiel die Existenz, dass jeder nicht-triviale Ring maximales Ideal hat. Das ist ein Lemma, was man braucht. Das Lemma beweist man immer mit Zornschen Lemma. Ein kleines bisschen, also das ist Äquivalenz zum Auswahlaxiom. Auswahlaxiom ist nicht intuitionistisch. Mit ein kleines bisschen weniger würde man tatsächlich auch rauskommen, aber immer noch mit einer krassen, ideellen, abstrakten Methode, die definitiv nicht finitistisch zulässig ist. Das heißt, wir stehen vor dem Problem, dass es einerseits nice ist, primideale maximale Ideale zu haben, andererseits die Beweise, die da entstehen, nicht intuitionistisch zulässig sind. Und mit diesen dynamischen Methoden in der Algebra, die ganz, ganz viele Leute entwickelt haben, zum Beispiel Cocor, Lombardi, Coste, Roy, Joyal und ganz viele andere, ist es eben doch möglich, auf eine maschinelle Art und Weise aus jedem Beweis, der so prim und maximale Ideale verwendet, einen Beweis zu extrahieren, der das nicht tut und immer noch dieselbe Aussage zeigt. Das ist nett. Was ist Proof Mining? Proof Mining ist einerseits so ein bisschen einfach der Oberbegriff für das, was man da macht, aber andererseits hat es auch noch ein bisschen eine spezifischere Bedeutung. Bei Proof Mining geht es darum, dass man einen Beweis, nachdem man den fertig geführt hat und daher jetzt weiß, dass die Aussage stimmt, noch genauer anschaut, teilweise einfach mit Menschenverstand, teilweise mit maschinellen, automatischen, formalen Methoden, um noch weitere Informationen zu gewinnen. Mehr Informationen als nur die bloße Information, dass die bewiesene Aussage stimmt. Ein Beispiel, wenn ich bewiesen habe, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, interessiere ich mich dann vielleicht dafür, wie groß die n-te Primzahl circa ist. Und das kann ich mit Proof Mining, kann ich eine obere Schranke dafür automatisch ablesen aus dem Beweis, den ich geführt habe. Das ist ein ganz elementares Beispiel. Das können wir auch gleich noch kurz thematisieren, glaube ich. Aber da gibt es auch noch viel, viel beeindruckendere Beweise. Ein Beispiel ist folgendes. Stellt euch vor, ihr seid in der Numerik. Und ihr wollt Nullstellen finden. Von der Funktion f. Und ihr verwendet irgendwie sowas wie Newtons Methode oder sowas, um die Nullstellen zu finden. Und ihr seid irgendwie hier als erste Näherung und dann seid ihr hier und dann hier und dann hier oder sowas. Dann sieht das ja extrem gut aus und der Unterschied zwischen der Näherungslösung und der echten Nullstelle ist minimal. Aber es kann halt auch sein, dass ihr irgendwie hier angefangen habt und dann seid ihr danach hier und dann hier und danach hier. Und dann denkt das Verfahren auch, dass es auf einem sehr, sehr guten Weg sei. Aber tatsächlich wird es, wenn es hier so irgendwie eingetrichtert ist, niemals zur Nullstelle kommen, sondern eben zu einer Stelle, die überhaupt nicht eine Nullstelle ist und die auch weit entfernt ist von der nächsten Nullstelle. Weit. Ja? Was also irgendwie schön wäre, wäre ein Kriterium dafür zu haben,
wie weit man von der echten Nullstelle noch entfernt ist. Wie klein muss man vom y-Wert sein, dass man auch in der x-Entfernung nahe ist an der echten Nullstelle. Also es wäre schön, wünschenswert, für Belange der Numerik, wäre ein Eindeutigkeitsmodul. Hierbei hat ein Modul nichts mit den Modulen aus der Algebra zu tun. Ein Eindeutigkeitsmodul, das wäre eine Funktion phi. Modulen heißen immer phi. So dass man Folgendes weiß: Wenn Betrag von f von x kleiner als phi von epsilon ist, dann ist der Abstand von x zur wahren Nullstelle x0, das hier könnte die wahre Nullstelle x0 sein, und das hier sind alles potenzielle x, die wir mal analysieren, dann ist der Abstand zur wahren Nullstelle x0 kleiner als epsilon. Also wenn wir so ein eindeutiges Modul hätten, dann ist es wieder leicht zu sagen, wie gut wir jetzt schon sind. Wir rechnen halt Betrag von f von x aus, das können wir auch ohne Kenntnis der wahren Nullstelle x0. Schauen, ob es kleiner als phi von epsilon ist. Wenn ja, wissen wir, der Abstand zur wahren Nullstelle ist höchstens epsilon. Jetzt die Frage, wie kommt man auf so ein Eindeutigkeitsmodul? Und da der Fun Fact im Rahmen des Proof Mining ist halt folgender. Mittels Techniken der Beweisschürfung, wir üben mal, ob wir diese Übersetzung gut finden, der Beweisschürfung, können wir aus jedem Beweis dass f genau eine Nullstelle besitzt, oder ehrlich gesagt schon höchstens eine Nullstelle besitzt, einen Eindeutigkeitsmodul extrahieren. Auf maschinelle Art und Weise, bitte. Ja? Ja, also zunächst, das müssen wir genauer einfach ausarbeiten, was das bedeutet. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich auch noch nicht ganz präzise, was das bedeutet. Auf jeden Fall, das Wort jedem hier muss eingeschränkt werden. Ja? Und ja, aber dann werden wir das schon sehen. Und insbesondere will ich aber Folgendes anmerken. Diese Einschränkung, die wir hier vornehmen müssen mit jedem Beweis, diese Einschränkung wird nicht von der Form sein, dass der Beweis intuitionistisch sein muss. Also es geht wirklich um klassische Beweise. Ein klassischer Beweis mit Auslösung in allem, der zeigt, dass die Funktion höchstens eine Nullstelle besitzt, mit dem kann man einen Eindeutigkeitsmodul extrahieren. Ja, du meinst, weil die Aussage so offenkundig falsch ist. Ja. Genau, aber sie ist auch noch nicht präzise genug formuliert, um wirklich falsch zu sein. Und später werden wir sie dann eben präzise formulieren. Ganz kurz noch. Ich will kurz betonen, warum ich so gehypt davon bin. Ja? Das ist eine Anwendung in der echten Mathematik. Das ist also nichts irgendwie Logisches oder sowas, und ich interessiere mich für Alternativuniversen, sondern es ist eine Anwendung in der echten Mathematik. Aber eine Anwendung, die Logik verwendet. Also ich habe einen Beweis geführt, dass die Funktion höchstens eine Nullstelle besitzt. Und jetzt schaue ich mir den Beweis an, ich reflektiere über ihn, ich verwende logische Methoden, um das durchzuführen, und dann kriege ich weitere Informationen, extrahiert zum Beispiel so ein Eindeutigkeitsmodul. Ist irgendwie nett. Olli? Ich wollte fragen, weißt du auswendig, wie Nullstellen gezählt werden? Also würde jetzt eine doppelte Nullstelle auch einfach gezählt werden? Oder? Also wenn ich mich richtig erinnere, aber wir müssen das gemeinsam lernen dann, würde hier eine einfache Nullstelle auch, eine doppelte Nullstelle auch als einfache gezählt werden. Es geht hier nur um einfach Nullstelle, ja oder nein. Weil generell muss man sagen, also das Beispiel hängt. Ja? Du meinst? Also man würde es ja numerisch sehen, also du würdest ja eine Konvergenzgeschwindigkeit, Nee, sag. Du würdest den Beweis melken und dann erzähle ich, ist ein Gegenvorschlag übrigens. Aha, okay. Animalischer. Ja. Ja? Also Schürfung ist falsch. Okay, aber sag mal, doppelte Nullstelle. Denk nur ein bisschen drüber nach. Nee, aber
also sagen Sie so vom alltäglichen Standpunkt, weil etwas Schönes ist, dass sozusagen nur damit auskommt. Ne? Aber sozusagen ja. steckt natürlich, also der Defekt, der unbeschrieben wird, muss ja. natürlich sagen, den würde man im Jahr vorher schon massiv stark sehen. Diesen Effekt hier. Ja. Aber denkt dran, das ist keine doppelte Nullstelle, ne? Das ist gar keine Nullstelle ja, hier, das ist oberhalb der X-Achse. Ich meine, die Frage ist jetzt, wie weit bist du denn davon weg? Ne? Ich, ja. Also hier ist schon Platz, ja? Ja, genau. Aber wenn es jetzt nicht eine echte Nullstelle ist und wenn es jetzt nicht irgendwie kleiner als eine Maschinennull ja. ist, dann würdest du vorher irgendwie sowas wie quadratische Konvergenz erwarten. Aha. Wenn du Licht bekommst, genau. Das okay. ist ein Problem und das würdest du, wenn du sozusagen alles klar. nulllinear Konvergenz hast, ja. dann würde man genauso aus nur klugen gucken Beweis und, ja. und boah, fest ja. in der Nase und ja. Ja. Würde man merken, da liegt offensichtlich ein Problem. Also ja, okay, genau. Weil du sagst eben, ich habe ja bewiesen, wenn ich eine isolierte, gescheite Nullstelle habe, dann habe ich quadratische Gänze für Newton in der Einzugsumgebung. Jetzt schaue ich, ob ich quadratische Konvergenz habe und wenn nein, weiß ich, ist es irgendwas faul. Ja, genau. Ja, okay, ja, sehr gut. Aber trotzdem wäre so ein Eidetritz-Modul gut zu haben, ne? Genau, das stimmt ja, das ist dort dann unendlich genau. in der elliptischen Raum. Genau, genau. Ja. Vielleicht noch ein Beispiel? Ein Beispiel, wo ich auch hart kein Experte bin, da wäre es jetzt vielleicht ganz schön, wenn Philipp Wacker hier wäre. Ein Beispiel aus der Ergodentheorie. Da gibt es folgenden gefeierten Satz. Sei f von h nach h linear, sodass h ist ein Hilbertraum, sodass die Norm von f von x immer höchstens so viel ist wie die Norm von x. Ich glaube, das heißt auch kontraktiv oder nicht expandierend. Sei x0 aus h beliebig, dann konvergiert folgende Folge. Und dann konvergiert die Folge der iterierten Durchschnitte. I gleich 1 bis n über ein Entel. Das da. Also f oben runde Klammern i heißt zum Beispiel, wenn i 3 ist, f von f von f von x0. Also das konvergiert immer, das ist ein Satz. Der Satz hat keinen trivialen Beweis. Was man sich jetzt fragen kann, nachdem man den Beweis geführt hat und einfach abstrakt das Konvergenzresultat erreicht hat, ist, wie schnell ist denn die Konvergenz? Was sind die Konvergenzraten? Lukas? Nein, hier, also da, sei x0 aus h. Achso, nein, hier. Nee, genau. Also es ist Lipschitz-stetig mit Lipschitz-Konstante 1. Okay. Genau. Das braucht man auch. Sonst gibt es Gegenbeispiele. Also die Frage, die man sich stellen kann, nachdem man den abstrakten Existenzbeweis des Grenzwerts hat, ist, wie schnell ist die Konvergenz? Ja? Wie steht es um die Konvergenzgeschwindigkeit? Ja, das ist eine Frage, die sich die Leute so in dieser Ergodentheorie wirklich gestellt haben. Und mit logischen Methoden wurden folgende Antworten erreicht. Erstens, es gibt keine Schranke für die Konvergenzgeschwindigkeit, die man wirklich hinschreiben könnte, die man irgendwie berechnen kann. Antwort 2, man kann die Frage ein kleines bisschen abschwächen, sodass es nicht mehr um Konvergenzgeschwindigkeit geht, sondern um etwas, was sehr eng damit verwandt ist. Und dann kann man aus dem Beweis hier explizite obere Schranken für diese andere Art der Konvergenzgeschwindigkeit extrahieren. Das ist ein Resultat, auf das Kohlenbach zum Beispiel sehr stolz ist. Ich schreibe das gerade noch hin, was man dann hinkriegt. Ja? Also Semi-Antwort, weil es nicht ganz... Ja, oder eigentlich schon Antwort, ja, weil also zum einen die Antwort ist, dass diese Frage nicht beantwortbar ist, mit gewissen, also wenn man, also ich will halt irgendeinen Term haben für die Konvergenzgeschwindigkeit, einen Term, der mir was nützt, ja. Ich kann immer als Konvergenzgeschwindigkeit nochmal die Definition der Konvergenzgeschwindigkeit abschreiben, aber dann hab ich nichts gelernt. Aber die Antwort dann für etwas, was man wirklich machen kann, ist Beweismelkung liefert einen Modul Phi, wieder kein R-Modul, auch kein A-Modul, mit folgender Aussage, folgender Eigenschaft.
auch kein D-Modul. Ein Außermodul mit folgender Eigenschaft. Also für alle Epsilon größer 0 und für alle B aus R größer gleich 0 und für alle X aus H mit der Eigenschaft, dass die Norm von X kleiner gleich B ist und für alle G von N nach N beliebige Funktionen. Für all sowas existiert eine natürliche Zahl n, die höchstens phi von epsilon, g, b und eta ist, sodass für alle i und j aus dem Intervall von n bis n plus g von n gilt, dass der Abstand von dieser i-Summe minus die j-Summe kleiner gleich wie epsilon ist. Lasst uns das da hier als an bezeichnen. Also die richtige Cauchy Bedingung wäre ja dann, für alle i und j ab n ist der Abstand kleiner als epsilon. Man könnte sich fragen, ist es möglich, das n anzugeben, ab dem das stimmt? Antwort: Nein. Man kann beweisen, haben andere Leute vorher auch schon gemacht, man kann beweisen, dass es keine in vernünftiger Zeit berechenbare Funktion gibt, welche sagen würde, ab welchem n ai minus aj kleiner gleich epsilon ist für alle i und j ab n. Aber dann kann eben die Frage einschränken und kann fragen, okay, kann ich denn zumindest ein n berechnen, sodass diese Bedingung gilt bis n plus g von n, wobei g von n auch einfach eine von mir ausgedachte Funktion ist. Vielleicht will ich sicherstellen, dass es von n die nächsten 1 Milliarde Glieder sind. Oder n hoch 3 Glieder sind, wobei n hoch 3 selbst ein n und so weiter. Das kann ich mich alles fragen. Und die Antwort lautet jetzt ja, mit Beweisschürfung ist ein ganz expliziter Term extrahierbar für dieses Phi. Das ist, ich hab den nicht aufgeschrieben, aber das waren so 2 Zeilen Formel einfach für das Phi. Ja? Da muss man all diese Zahlen, diese Parameter einsetzen. Und dann kriegt man eben so eine Oberschränke für das n. Wer sich fragt, was das Eta ist, insbesondere wer vielleicht geometrisch drauf ist und sich fragt, wer das Eta ist. Eta, das ist der Modul der Konvexität von H. Und Matthias, weißt du noch, was das für Hilbert-Räume immer war im Vergleich zu Banach-Räumen? Pi Viertel oder irgendwas. Hashtag Herbstschule. Okay, wir lernen, was ein Modul der Konvexität ist. Ich will damit nur zeigen, dieses Beweisschürfungsprogramm, findet wirklich Anwendung in echten Teilgebieten der Mathematik, die nichts mit Logik zu tun haben, und liefert dort konkrete Resultate. Und das alles nur, weil man das Konzept von einem mathematischen Beweis ernst nimmt und darüber reflektiert. Bitte. Nur kurz eine Frage, es existiert. Ja. Das heißt sozusagen, Ja, das Phi kann ich hinschreiben. Ich war nur zu faul, es hinschreiben. Genau, 2 Zeilen. Genau. Es existiert, heißt sozusagen ja. Immer, also nicht nur gescheit. Irgendwo, ja. Nee, genau. Auf Papier. Genau. Okay. Die letzten 3 Minuten, das langt locker. Ich will noch kurz erklären hier Topos-Theorie. Dazu habe ich ja schon oft abgenördet in verschiedenen Situationen. Ne? Ganz, ganz kurz. Topos-Theorie ist das Studium von mathematischen Additivuniversen, genannt Topoi. Davon gibt es viele. Es gibt das Standarduniversum, der Topos der Mengen. Das ist das Universum, in dem wir so arbeiten immer, wobei es von philosophischen Vereinbarungen abhängt, wie genau unser Topos eigentlich aussieht. Insbesondere ob in dem klassische oder konstruktive Logik gilt. Aber dann gibt es viele andere. Es gibt zum Beispiel ein Universum, in dem jede Funktion von R nach R stetig ist. Es gibt ein Universum, in dem ein Universum, was mit der Erdoberfläche zu tun hat. Oder mit jeder Mannigfaltigkeit, mit jedem topologischen Raum. Und die haben halt alle interne Sprachen und die wollen wir verstehen. Und das wird auch ganz viele von dem, was wir vorher gemacht haben, nochmal
einbinden. Insbesondere werden wir Realisierbarkeitstheorie hier drin nochmal entdecken, weil es zwei Arten von Topoi gibt, grob geschätzt. Das eine sind die Gabentopoi und das andere sind die Realisierbarkeitstopoi, die aus der Realisierbarkeitstheorie hervorgehen. Und so werden wir dann ein Alternativuniversum wirklich kennenlernen, was genau Realisierbarkeitstheorie verkörpert in einem gewissen präzisen Sinn. Und wir werden halt so ein bisschen lernen, was ich auch so ein bisschen in der Doktorarbeit versucht habe, wie man die interne Sprache von Topoi anwenden kann in anderen Gebieten der Mathematik. Wenn man jetzt nicht an Logik interessiert ist oder so, sondern einfach Mathe machen will, will man vielleicht aber schneller Mathe machen. Und das geht in gewissen Situationen mit der internen Sprache von Topoi. Dazu würde ich jetzt gar nichts mehr sagen wollen, zum einen, weil die Zeit aus ist und zum anderen, weil ich schon ganz, ganz viele von euch damit in den letzten Wochen, Jahren schon genervt habe. Ja? Also frag mich einfach, wenn es dazu Fragen gibt. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und bitte bedenkt im Klopfen auch das Team vom Videolabor, was sich die Zeit nimmt, hier das alles zu führen. Danke sehr. Gibt es Fragen gerade noch? Melken oder Schürfen? Ja, Olli, was ist dein Argument, dass es das Schürfen völlig falsch ist? Tolgas Vorschlag war? Beweis ausbeuten. Ja, gut, aber das klingt ja natürlich ein bisschen fies, oder? Also, ja, ich habe schon Mitleid mit den armen Beweisen. Das sind ja meine Kinder, wenn ich sie selbst gefunden habe. Wie wär's mit Beweisausschöpfung? Beweisausschöpfung, das klingt jetzt so ein Intervall, ne? Oder so Suppen. Schürfen finde ich gar nicht so schlecht, weil das impliziert für mich so ein bisschen Arbeit. Ja? Ich bin in der Mine und es ist anstrengend. Und es ist nämlich in der Tat anstrengend, die Metatheoreme zu finden, die dann die Beweisschürfung garantieren. Es ist auch anstrengend, Kinder auszuhalten. Ah, okay. Schieß los. Ich glaube, ökologisches Melken, das unproblematischste Schürfen, denke ich immer so an Quecksilber. Aha. Aha. Das stimmt, ja. Und Melken denke ich so an arme Milchbauern. Ja, genau. Noch drei Vorschläge. Extraktion, ja. Tagebau. Tagebau, ja. Weißtagebau. Und ja, was machst du beruflich? Und in Klammern Ausgrabung. Also entweder nur Beweisgrabung oder Beweisausgrabung. Aha. Vielleicht ist das auch im Anfang, die technische Begriffe immer noch gehalten haben. Ja, ich nehme schon an, dass Kulmbach auch mal über die Frage nachgedacht hat. Nachdem er seit 30 Jahren oder so drauf abgeht. Ja. Aber Beweisausgrabung finde ich auch nicht optimal, weil das klingt so, als ob ich den Beweis entdecke, indem ich draußen bei einem Seminar einen Beweis ausgrabe, genau. Genau, deswegen Beweisgrabung. Genau. Das ist aber an Schürfen auch schlecht. Ja. Beweisschürfen klingt auch, als würde man Beweise schürfen. Ja, das stimmt. Was man aber nicht vergessen hat, ist, ich glaube, Kurt selber nennt das auch Unwinding, oder? Und das ist ja so. Unwinding, genau. Zurückspulen, ausspulen, ausklappen. Von Beweisen, genau, aber Unwinding ist ja wieder kein deutscher Begriff. Nee, aber ich würde versuchen, noch so. Dass wir das stattdessen übersetzen, genau. Also Unwinding. Genau, also der Initiator davon ist übrigens Kreisel. Ich glaube, Georg Kreisel, so 1940. Und der hat das Unwinding genannt, genau. Unwinding aufrollen. Also abrollen. Abrollen. Beweisabwicklung. Jetzt denke ich an die Reisekostenabrechnung. Hast du die eigentlich für die Herbstschule schon gemacht? Was? Die Reisekostenabrechnung? Also. Ja! Nur reden, wenn die Kamera aus ist. Ah, okay, ja. Beweisentfaltung. Ja. Ja, gibt viele Möglichkeiten, ne? Sorry. Okay, wir gehen alle in uns nochmal und machen das.